Heute ist Sonntag, der 24. Und ich dachte, ich mache mal ein ganz kurzes Update ohne irgendwelche Videobearbeitungen von meinen unbekannten Rhododendron. Der hat wunderschöne kleine Blüten. Das ist zum Vergleich mein Fingernagel. Also die sind wirklich klein. Und nebendran ist die Baumarkt-Azalee. Das sind zwei verschiedene Sorten drin. Zweimal rosa, weiß und rot. Das hier ist ein Trieb von der roten. Da habe ich so... mir fällt gerade das Wort nicht ein. Damit kann man Pflanzen irgendwo festbinden. Sind aber ziemlich blöd, weil die Pflanzen dabei beschädigen. Die habe ich da dran befestigt, damit ich weiß, dass das die Pflanze mit den roten Blüten ist. Und hier habe ich einen rosane Pflanze, die ein Problem hat. Ich habe keine Ahnung, was die hat. Die lässt ihre Blätter hängen. Und Wasser hat die gehabt, die ich habe die nicht überwässert und ich habe die auch nicht austrocknen lassen. Der andere rosane Trieb, dem geht es gut. Beziehungsweise die andere rosane Pflanze, das ist die da hinten. Und das ist die kränkelt. Also ich denke, ich werde da mal stark zurückschneiden und hoffen, dass die dann gesund austreibt. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die hat, ob die ein Wurzelproblem hat oder... Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, Azaleen sind so eigentlich meine Endgegner. Bilden hier übrigens auch Knospen aus. Das müssten Blüten sein. Wenn jemand weiß, was das hier für ein Symptom ist, dann würde ich mich selber einen Kommentar freuen. Weil ich, wie gesagt, keine Ahnung, was die hat. Den anderen zwei scheint es eigentlich ganz gut zu gehen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überfordert, ob die eine Krankheit hat oder ob bei der irgendwas anderes schiefgelaufen ist. Ich meine, die waren im Winter nicht eingewickelt oder so, weil es hieß, die wären winterhart. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Die anderen zwei haben das, wie gesagt, gut überstanden. Die haben zwar auch so ein paar Trockenschäden kassiert. Und das hier war dann von warm-kalt, das komische Wetter aktuell. Und ja, ich bin da gerade überfragt. Das ist so ein kleines Update jetzt. Und das nächste kommt dann von den kleinen Pflanzen.